bin überzeugt, dass Bulgarien genauso wie Rumänien Teil des Schengen-Raums werden müssen. Deutschland setzt sich dafür ein und das werden wir auch ununterbrochen weiter tun, denn die Voraussetzungen sind dafür geschaffen worden und das ist die Grundlage unseres Engagements. Аз също бих добавил аргумент в тази посока. Да, когато има кризисна ситуация, както е в момента, всяка държава гледа да защити собствените си граници, но стабилно, устойчиво решение може да има само когато бъдат добре защитени външните граници. И тук е противоречието, което виждаме. Когато отделяте войници да защитават вътрешните граници, вие всъщност имате по-малко войници, които да защитават външните граници. Затова трябва да разграничаваме дългосрочното решение, и това е защитата на външните граници, от краткосрочните кризисни решения, които трябва да бъдат временни. И това е, което обсъждахме също с канцлера. Ich bin sehr überzeugt davon, dass der amerikanische Kongress die notwendige Unterstützung für die Ukraine auch möglich machen wird. Es gibt sowohl unter den Abgeordneten der Demokratischen Partei als auch der Republikanischen Partei eine große, große Zahl, die genau diese Unterstützung auch richtig finden und auch große Mehrheiten dafür. Deshalb bin ich überzeugt, dass es im politischen Prozess gelingen wird, die Mittel für die weitere Unterstützung der Ukraine auch schnell zusätzlich zu bewilligen, neben denen, die bereits längst bewilligt sind und auch zur Verfügung stehen. Also eine große Aufgabe, aber ich bin sehr zuversichtlich. Ich habe das auch gestern mit dem amerikanischen Präsidenten erörtert. Sie wissen, dass ich zusammen mit einigen anderen Staats- und Regierungschefs mit ihm diskutiert und telefoniert habe und dass die Botschaft des Präsidenten war, man könne sich auf die USA auch in dieser Sache ganz sicher für die Zukunft weiter verlassen.